Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Wir sind in Aulendorf und haben auch schon vorgesprochen. Aber zu dem Thema kommen wir später in einem extra Video. Jetzt wollen wir erstmal noch mal kurz berichten, wie die letzten zwei Tage gewesen sind. Wir hatten ja dann den einen Tag auf den Kai gewartet, das war am Freitag. Haben wir gedacht, da kommen die schon, da waren ja noch ein paar Leute mehr dabei gewesen. Und das war aber nicht so. Dann haben wir uns den Abend gemütlich gemacht und ja, haben dort den Abend einfach schön ausklingen lassen. Und am nächsten Tag sind wir dann, das war ein übrigens sehr schöner Tag mit wunderbarem Wetter, traumhafter Sicht. Es ist ein sehr schönes Plätzchen, der ist allerdings auch bekannt mittlerweile, der Stellplatz. Aber wirklich, wirklich schön. Und dann sind wir einen Spaziergang haben wir gemacht, also eine kleine Wanderung auf die italienische Seite. Und dort gibt es ein ganz nettes Lokal. Lokal. Ja. Und es war ein Traum. Der war auch so unkompliziert. Ne? Der Herr dort, der bedient hat, oder der Inhaber, und hat er gesagt, was wollen Sie essen? Und wir so, ja, wir würden gerne was essen, eine Kleinigkeit. Und dann hat er gesagt, ja, soll ich Ihnen ein bisschen machen, kalte Platte, von allem ein bisschen Käse, ein bisschen Schinken, ein bisschen so, ne? Ja, genau, das ist richtig. Dann kam der an. Erstens mal haben wir da mal einen Kühler angestellt gekriegt. Ich hatte mir ein Glas Weißwein und ein Wasser bestellt. Und Michael hatte auch was. Ein Bier, genau. Und dann kam der an mit so einem Sekt, also mit so einem Kühler, Weinkühler, mit einer ganzen Flasche Wein drin. Ich so, Mund offen stehen geblieben. Ich hab keine ganze Flasche Wein bestellt. Ich trinke doch keine ganze Flasche Wein. Und dann sagt er, ist egal, trinkst du, was du willst, oder trinkt ihr, was ihr wollt, und das, ihr zahlt das, was ihr dann ausgetrunken habt. Ja. So, dann stand das Ding wunderbar gekühlt in dem Ding, in dem Kühler da, und dann kam er an mit so einem Tablett mit Leckerchen. Und das war vielleicht gut. So Leute, schaut mal, der gute Mann, was der uns hier in diesem kleinen Restaurant gebracht hat. Sieht das nicht lecker aus? Oh, wunderbar. Jetzt kam der an mit einer Pulle Wein. Ich habe den mit Mund offen angeguckt. Da sagte er, ja, können Sie trinken so viel, wie Sie wollen. Sie zahlen das, was Sie trinken. Ja, das ist easy. Das ist ja echt cool. Ja. Und das hier ist ein italienischer Käse, den macht sein Neffe. Da kostet das Kilo 180 Franken. Der ist von 2012. Was? Von 2012 ist der. Ja. Also wunderbar. Das ist ja genau das, was ich so liebe. Das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Dann haben wir es uns dann mal gut gehen lassen, haben auch ganz nette Menschen dort kennengelernt, ja. Lustigen Nachmittag, also was heißt eine lustige Stunde dort verbracht oder zwei Stunden, ich weiß gar nicht, ist egal. Na, und dann sind wir zurückgelaufen. Und dann waren auch Kai und Arthur und Bianca und Dennis waren mit dabei, waren dann dort. Naja, dann haben wir erstmal ein bisschen geschwätzt alle. Und abends haben wir ein kleines Lagerfeuer gemacht und haben uns durchräuchern lassen. Ja.
Wir haben gestunken, gell? Ja. Aber haben alle schön gegrillt, jeder hat ein bisschen was gemacht, Salate und so. Und dann haben wir gemütlich beieinander gesessen und gequatscht und uns ausgetauscht. Und das war richtig cool. Ganz, ganz nette Menschen. Also Bianca und Dennis und auch Arthur, wunderbare Menschen. Kai kannten wir ja schon sowieso. Ja. Na, und war ein sehr, sehr, sehr schöner Abend gewesen. Hallo! Oh Gott, ich habe sie ein paar dazwischen gedrängelt. Hallo! Lange nicht gesehen. Das kannst du glauben, was der genießt. Die ersten zwei Jahre waren scheiße, alles was danach kam. War okay. Ja, das war knapp. Oh, es ist angerichtet. Schaut doch ganz gut aus. Lecker, lecker, lecker. Feuer brennt auch schon. Chef ist auch da. Ich bin kamerascheu. Von nach Hause erzählt das. Der innerhalb von Minuten an die Stellung wurde. Kann ja nichts schief gehen. jetzt geht's. Bei unserem Vorgänger. Wo sieht ein unzufriedener Gast mit dem Hund auf dem Schoß aus? Und wo sieht ein unzufriedener Hund aus? Wo er nichts gekriegt hat. So. Sieht ein unzufriedener Hund aus? Nein. Hä? Klar. Was doch zu heftig. Qualm. Mein Gott. Die kannst du mal. Für heute. Ja, wer kann hier Feuer machen, Kopf? Siehst du? König des Feuers, des Dschungels. Jawohl, setz dich wieder in den Rauch. Und was du hier trinkst. Fein gemacht, hol dir einen Keks. Wo? Bei mir. Bei Arthur. Wo? Wo? Keks, ich schon. Traue Feste. Und Arthur hat echt richtig geile Kekse. Mhm, da ist was drin. Macadamia und Schokolade. Mhm, ganz viel. Das kann man nicht anders sagen. Das hat er wirklich grandios gemacht. Nicht aufgegeben. Gut. Du hast aber auch noch was vor, hä? Das, hier muss jeder ran. So läuft das nicht. Siehst du das alles noch? Nee. Aha. Zähnchen muss auch noch hier. Habt ihr meine Frau? Meine Frau ist außen vor. Die kommt dann nicht mehr dran. Ja. Selbstgepresster Apfelsaft. Vorsicht mit dem Ketchup. Das ist unser einziges. Ich weiß gar nicht mehr. Mal so. Ja. Muss ich stecken. Jetzt ja. Na, bin wieder da. Habt ihr mich vermisst? Der liebt das Auto. Möchte jemand einen Keks? Wir haben noch. Entspannt sich.
Hat Bettina gemacht, die ist leider nicht dabei, aber lecker ist es. Ja. Vielen Dank für den schönen Salat. Wie heißt deine Frau? Bettina, vielen Dank für den leckeren Salat. Und für die Plätzchen. Und in die Cookies nächstes Mal noch was anderes reintun. Du bist heute in zwei Kanälen. Und wir haben auch ja einiges dazugelernt. Also wir haben auch mitbekommen, dass wir noch nicht so ganz richtig Camper sind, sondern doch noch viele Tipps bekommen können. Und dann haben wir jetzt so eine Absaug. Das kannst du ja mal erzählen. Ja, Dennis hat uns dann seine Soganlage in der Toilette gezeigt und das ist, glaube ich, eine gute Sache, weil du dann auch mit diesem, von dem Chemiezeug da wegkommst. Du kannst dann mit Biomitteln hantieren gegen den Geruch, den Restgeruch, weil das wird ja normalerweise abgesaugt. Und Arthur hat uns gezeigt, ja, also er hat eine Trenntoilette, eine Trockentoilette da in seinem Camper. Ist auch eine feine Sache, aber wie gesagt, ob das bei uns geht, müssen wir mal gucken. Ja, also da werden wir es aber nochmal schlau machen. Ich persönlich wäre ehrlich gesagt eher für eine Trockentrenntoilette, war ich eigentlich nie. Aber mittlerweile haben wir so viel Gutes gehört und auch der Arthur war total begeistert davon, weil du einfach also total unabhängig bist. Ja, du kannst entsorgen, wo du willst. Und wir haben wirklich, unser Problem ist wirklich die Entsorgung von der Toilette. Ich wäre eher für diese Trockentrenntoilette. Also ich finde es gut. Ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Und er hat auch wirklich gesagt, dass es keine Gerüche gibt und gar keine Probleme gibt. Und müssen wir mal gucken, inwieweit das für unser Bad machbar ist und was das auch kostet. Und dann müssen wir entscheiden, was wir machen. Ne? Ja. Und naja, und so haben wir uns halt so ein bisschen ausgetauscht mit allen möglichen Dingen, auch mit Solarpanels und Batterien und so weiter und so fort, in welche Richtung das vielleicht auch mal gehen soll, weil wir haben in diesem Urlaub festgestellt, das war das wirklich Schöne an der Schweiz gewesen, wir haben sehr oft frei auch gestanden, dass man halt mit so einem Kastenwagen doch eher so dazu neigt, frei zu stehen. Und da müssen wir dann eben dran arbeiten, dass wir also wirklich unabhängiger sind, also wegen dem Strom und auch wegen der Entsorgung. Und das hat Spaß gemacht. Also es war sowieso ein mega guter Gedankengang bei mir gewesen nachts, dass mir die Schweiz eingefallen ist. Also im Nachhinein sind wir nur froh, dass wir das gemacht haben mit der Schweiz. Das war traumhaft. Wir ärgern uns jetzt gerade eben nur ein bisschen. Deswegen ist auch so ein bisschen die Stimmung klar bei Michael gerade ein bisschen auch unten. Wir hätten eigentlich diesen Urlaub in der Schweiz noch gar nicht abbrechen brauchen. Und das ärgert uns jetzt gerade eben ein bisschen sehr. Aber dazu kommen wir ja gleich. Ich habe gesagt, wir machen da ein extra Video draus. Jetzt zeigen wir euch erstmal nochmal die schönen Bilder von dem Lago di Lei, ja, von dem schönen Wochenende. Positiver Abschluss von der Schweiz. Es war gigantisch, wunderbarer, schöner Urlaub. Fazit machen wir dann später, ne? Aber wir sind ganz begeistert gewesen und wir waren auch nicht das letzte Mal in der Schweiz. Es war sehr, sehr schön. Ja. Auch gerade, dass wir viel frei stehen konnten an wunderbaren Plätzen, war toll. War ein ganz, 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 ganz toller Urlaub gewesen. Sehr, sehr positiv. Ja. So, jetzt zeigen wir euch die schönen Bilder und dann reden wir über andere Dinge. Genau. Bis gleich.